Hallo, meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und ihr habt mir vorgeschlagen, ich sollte doch auf den ersten Advent YouTube-Kacke angucken, 2020. Und das werden wir natürlich machen. Und erster Advent ist totaler Schwachsinn, Adventskalender. Und sollte ich das rausschneiden? Nein, mach ich natürlich nicht, weil ich unprofessionell bin. Der liebe Tim hat das vorgeschlagen und lieber Tim, Grüße gehen raus. Ich kann deinen Namen erwähnen, deshalb mache ich das hier an der Stelle. Lieber Tim, Grüße gehen raus und ja, wir gucken uns das mal an, nicht? So, jetzt erstmal hier, volle Qualität und los geht's, jo. Hey! 10 Bitches und ich mach sie alle drunk. 10 Kettens und ich hab sie alle an. Der Boy no plug, I'm cooking. Der Boy no plug, I'm cooking. 10 Bitches und ich mach sie alle drunk. Vor allen Dingen, wie geil ist das? Tim hat mir vorgeschlagen, ich soll darauf reagieren und Tim Melzer, der Koch, der ist hier mit dabei. Also, so kurz vor Weihnachten, man sollte den Speisen langsam fertig machen, man sollte sich vielleicht Gedanken um die Tische gemacht haben und man soll sich vor allen Dingen Gedanken um die gemacht haben. Ich bin da relativ egoistisch, mach mir heute einen richtig schönen Schweinebraten, meine Kinder kriegen einen Keks und meine Frau kriegt eine Schelle. Ich habe mir einen sehr guten Freund eingeladen und das ist niemand... Weil er keine hat. Niemand geringerer als das absolute internationale Schwergewicht, John Cena. Long time no see. Eine große Ehre, dich heute zu dürfen. Wirklich für mich faszinierend, gerade weil ich immer wieder als der Deutsche bezeichnet werde. Du darfst heute kochen für uns und zwar einen richtig schönen Schwanz. Real Trap Food. Das ist ein Rezept aus meinem Kochbuch. Und zwar mit diesen Gewürzen hier: Garlic, Knoblauch, Allspice, Piment, Habanero Peppers, Chilischoten. Das wird lecker. Ich habe hier wunderschöne Chicken. Ich habe hier eine Bio-Schweineschulter. Das Ganze habe ich abgekattet mit meinem Chefknife. Das haben Samurais. Das wird ganz simpel gekriegt. Und ganz simpel gewürzt. Das ist Money Boy. Was machst du gerade, Tim? Ich mache hier los aus deinem Kochbuch. Wir haben ein bisschen Mehl gemacht, wir haben hier ein bisschen Schiss, das ist das ganz leicht bräunliche. Wir haben ein bisschen Apfel, wir haben ein bisschen fein gewürfelten Zitronensaft. Dann eine leichte Prise Zucker, gegebenenfalls einen kleinen Schuss. Perfekt. Einfach lit. So, oder lit. So, Sie haben gesehen, wie ich die Gewürze gerottet habe. Die Mischung verreiben wir. Straight einfach so in die Fritteuse. Das Fleisch in den Ofen stellen und bei 6 bis 7 Grad 130 Stunden garen. Aber dann kann man den Braten auch erst einmal braten sein lassen und sich einen runterholen und einkaufen, in die Kneipe Fußball trinken und Bier gucken und auf den Braten im Garten mit einem Spaten warten. Ich habe einen richtig harten, wenn du das mal stampfen könntest. Und dann kommen endlich auch frische Zutaten dazu. Eine ganze frische Scotch Bonnet Peppers. Scotch Bonnet Chili. Das kommt jetzt alles in Tims Anus. Ich reagiere auf diese Dinge ein bisschen allergisch. Jamie und ich haben früher zusammen auf dem Strich gearbeitet und Jamie hat ständig einen Ständer und wir haben eine eigene Chili-Paste. Boah, der Junge hier, ne? Der hat sich mit der Frisur ein bisschen in der Zeit vertan, ne? Also, in der Renaissance sind wir nicht mehr, ne? Also, aber vielleicht ist der Mozart 2.0 und wir wissen es noch nicht. Wir sind allergisch, Jamie und ich haben früher zusammen auf dem Strich gearbeitet und Jamie hatte ständig einen Ständer und wir haben eine eigene Chili-Paste in diesem Ofen gekocht. Das heißt, wir haben diese Dinger im Ofen geröstet, anschließend eine Paste draus gemacht und die war unerträglich scharf. Und Jamie war genervt von mir, weil ich ihm halt immer seine Mutter gefickt habe und hat schön die Paste dick wie Marmelade auf meinen Dick drauf und in dem Moment ist mein Schaft explodiert, aber so. Okay. Unser Green Onion. Frühlingszwiebel. Chop it up. Klar, schneide ich. Dann nehmen wir das Fleisch und reihen einfach drauf. Taste mir das Ganze mal. Boah. Eine nette Dame vielleicht. Wow. Diesen Bad Boy cutten wir einfach in Hälften. Dazu diesen Granatapfelhalbierer. Schauen Sie sich die Farbe an. Die Juden einfach auspressen. Und ein Cold Drink, check das mal aus. Es gibt zwei Dinge, die an Jamie Oliver wirklich nerven. Das eine ist, dass er mich immer unterbricht. Jingle Bells, Jingle Bells.
Alter. Und wenn dann der Fischer dann immer nett sagte, ich will haben, die Karte wird spielen. Ah ne, der war ein cooler Quiggy. War nicht schlecht, nicht schlecht gemacht, muss man echt sagen, von Schnitt her übelst geil. Und ich fand das so geil, dass im Hintergrund die ganze Zeit, ich wollte schon sagen Tanzverbot, Moneyboy im Hintergrund ganz alt gesprochen hat, fand ich so geil. Ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wir sehen uns definitiv, Dati Vakus und Tief im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.